Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Escape from Tarkov Tutorial. Heute geht's ums Movement. Ja, das Movement in der Escape from Tarkov ist ein bisschen speziell. Es hat ein bisschen ein paar spezielle Features und ein paar Sachen, die wirklich anders sind als in den Casual Games, in den normalen Spielen, die man kennt. Hat ein paar richtig coole Features und auf die will ich jetzt eingehen. Als erstes kommen wir zum Laufen. Ihr habt es sicher vielleicht schon mal gemerkt, auf einmal kriegt ihr noch. Ihr seid wirklich langsam und ihr könnt euch fast nicht mehr bewegen, wenn ihr denkt, ah ja, Shift geht noch, aber ansonsten, woran liegt es? Ganz einfach, ihr seht links unten unter dem Charakter, seht ihr solche Striche. Das ist die Geschwindigkeit, wie ihr laufen könnt und diese stellt ihr ein mit dem Mausrad. Das heißt, wenn ich jetzt hier laufe und das Mausrad langsam runter drehe, seht ihr, wie der Strich immer weiter nach links geht und somit ich auch immer langsamer laufe und meine Geräusche auch immer leiser werden. Bis man keine Schritte mehr hört. Das ist auch ziemlich gut, um anzuschleichen. Sagen wir, okay, du hast es gehört, okay, hier hinten könnte einer sein. Das heißt, du scrollst erstmal runter und dann gehst du hier leise um die Ecke. Kommst hier langsam um die Ecke und dann hört er dich nicht. Mit dem Mausrad nach oben scrollen, läuft wieder schneller. Und runter ist wieder das andere. Ziemlich nett. Ziemlich cool, ziemlich, finde ich, richtig ein tolles Feature, meiner Meinung nach. Weil mit dem Mausrad, anfangs wusste ich es gar nicht und es ist ein bisschen ungewohnt. Aber es, wie soll ich sagen, es ist wirklich, wirklich gut. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar seht ihr links von den Strichen, seht ihr weitere Striche, die den bei der Höhe des Charakters. Denn man kann nicht nur mit C, Standard belegt, glaube ich, crouchen. Nein, man kann auch, wenn ihr Alt drückt und S drückt, beziehungsweise S und mit S und W könnt ihr die Höhe nochmal extra speziell einstellen für einen Charakter. Das ist auch ziemlich hilfreich. Zum Beispiel hier jetzt, sieht man jetzt vielleicht nicht so viel. Hier will man, zeigt man jetzt vielleicht zu viel. Da kann man mit S noch ein bisschen höher, oder, also mit W, Alt und W kann man höher, mit Alt und S kann man weiter runter, bis man ganz unten ist. Und das ist ziemlich cool einzustellen. Vor allem bei Factory gibt es einen Spot, das da ziemlich hilfreich ist, wo man durch ein Loch schauen kann. Und das wissen viele nicht. Deswegen auch ein kleiner und wichtiger Tipp, mit Alt und S könnt ihr die Höhe einstellen, das Crouchen, also Alt S könnt ihr so crouchen und jetzt bin ich wieder auf dem Zeitmonitor, verdammte, okay, okay, mit Alt und W geht ihr hoch, mit Alt und S geht ihr runter. Ziemlich, ziemlich praktisch für irgendwelche Feuergefechte, wenn ihr hier vielleicht nicht zu viel zeigen wollt, wenn ihr hier ganz oben seid, könnt ihr hier ein bisschen runter. Okay, das ist schon fast wieder ein bisschen zu viel, aber könnt die Höhe anpassen, wie ihr wollt. So, dann kommen wir zum nächsten und das wäre Mumble, Y. Das heißt, ihr redet einfach ein bisschen. Ja, nicht wirklich was Spezielles, denkt man sich, doch, wenn man jetzt einen Schuss abgibt. Genau, sehr schön. Fangt an zu schreien und beleidigt Gegner eigentlich. Wenn du jetzt in der Nähe, sagen wir, von einem Scav bist oder von einem Yuzek, ich selbst bin jetzt ein Bier, dann wird automatisch, dass auch wenn du ein Spieler bist, wirst du automatisch zurückschreien. Das kannst du nicht verhindern und deswegen hilft dir das, eine Location zu geben. Sagen wir, du wirst jetzt von irgendwo beschossen. Du weißt nicht, sagen wir, du wärst jetzt infected, du wirst jetzt nicht von wo er oder wo er genau ist und dass hier erst gerade ein bisschen Deckungsfeuer gemacht, ein bisschen geschossen, dann innerhalb von etwa 10 Sekunden musst du einfach mal mumblen, das mit Y übrigens. Und dann wird der Charakter oder der Gegner automatisch zurückschreien. Er wird nicht zurückschreien, wenn er im Bier ist. Ja, das ist der einzige Vorteil bei einem Bier, dass er nicht schreit, wenn der andere, wie soll ich sagen, ihn so gesehen provoziert. Und da denken wir jetzt natürlich, okay, das ist aber unfair, denn du kannst so gesehen, wenn du daran denkst, während einem Vollgefecht immer wissen, wo der Gegner ist. Aber, um es wieder ein bisschen auszugleichen, hat der Bier etwas anderes. Und zwar, wenn er eine Granate wirft, wird er einen Spruch sagen. Was der Ami jetzt nicht macht, also der Yuzek. Also ich zeig's euch mal. Hat super funktioniert, er hat nichts gesagt. Hab ich noch eine Granate? Ne, ich hab nicht keine mehr. Okay, normalerweise sagt er ein Sprüchchen, sowas wie, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal was. Auf jeden Fall sagt er normalerweise immer ein Sprüchchen, bevor er eine Granate wirft. Und das bisschen, das, wie soll ich sagen, das... Das ist der Gegenteil, bisschen der andere Nachteil, denn wenn du jetzt dich anschleichst und hier eine Granate wirfst, hören es die anderen. Ja, das zudem, das ist ziemlich wichtig, das Mumble, dass man es wirklich benutzt und es ist dann wirklich hilfreich. Es hilft auch gegen Scavs übrigens, die schreien ebenfalls zurück. So, dann kommen wir zur Waffe, denn die Waffe hat auch ein paar spezielle Sachen. Und zwar kann man einerseits, wenn man nachgeladen hat, ich habe jetzt nicht mehr mein Magazin hier dafür bei, ich nehme mal kurz die AK. Mal jetzt nachgeladen, okay. Also sagen wir, du lädst nochmal kurz nach und du weißt jetzt nicht, okay, wie viele Schüsse habe ich noch und du hast nicht gerade wirklich Zeit, um hier Tab zu drücken.
Wir müssen einfach kurz schauen. Dann kannst du mit Alt und T. Ne, Shift und T. Schaust du in die Chamber, ob du überhaupt noch eine Munition drin hast. In Optionen ist übrigens falsch angeschrieben, steht mit P und ich glaube. Ich weiß nicht mehr genau, was die andere Taste war. Auf jeden Fall Alt und T, schau dir in die Chamber. Und mit dem guten alten. Shift und T, schaut in die Chamber und bei Alt und T checkt ihr das Magazin. Da könnt ihr sehen, wie viele Kugeln ihr noch drin habt. Und ihr seht rechts, seht ihr almost voll. Wenn ich mir jetzt mal. Ja. Wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen verballere. So, meine Nummer. About half. Ja. Steht rechts unten, ist ziemlich, ziemlich hilfreich, auch wenn ihr jetzt am Rumlaufen seid. So, das geht auch während dem Laufen. So, checken, dann wisst ihr, okay, ihr habt etwas und so viel Munition. Ziemlich hilfreich. Das gleiche geht natürlich auch bei der M4. Almost full. Natürlich geht auch der Chamber. Sieht auch ziemlich nice aus. Bei der Pistole wird es wohl auch funktionieren. Habe ich das noch nie gemacht. Jawohl. Und da zeigt ihr auch das, seht ihr auch das Magazin. Also, ziemlich, ziemlich cool. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar stellt ihr den Feuermodus um. Normalerweise ist. Okay, das ist schon auf Vollauto. Stell ich mal zum kurz um. Normalerweise ist ja nicht auf Voll, sondern auf Single-Feuer. Mit B könnt ihr den Modus umschalten. Jetzt natürlich die Frage, okay, ihr habt kein HUD, ihr wisst nicht, bin ich jetzt auf Full Auto, bin ich jetzt auf Single, ich will jetzt nicht schießen, weil hier sind vielleicht Gegner, aber ich hoffe, ich bin einfach auf Full Auto. Weil du dich nicht mehr daran erinnerst, hast du jetzt B gedrückt oder nicht? Da gibt es auch eine ganz einfache Lösung, und zwar ist das Alt und B. Mit Alt und B schaut ihr auf den Modus. Ihr seht es links unten, es ist wirklich schwer zu sehen, man sieht es nur ganz kurz, seht ihr unten Semi. Wenn ich das nochmal umstelle, dann seht ihr, es ist nicht mehr auf Semi. Ich halte das jetzt ein bisschen höher. Muss ein bisschen den richtigen Winkel finden. Bei der M4 sitzt ein bisschen kacke. So, ihr seht jetzt. Okay, es ist nicht auf Semi. Wenn ich es jetzt nochmal umschalte, ist es auf Semi. Seht ihr ein bisschen der Pfeil, der nach oben geht. Das ist auf Semi. Das heißt, ich schieße jetzt noch einmal. Wenn ich jetzt umstelle, seht ihr, es ist nicht mehr auf Semi. Ist voll Auto. Das gleiche bei den AK-Varianten. Das ist ein bisschen einfacher, wenn ihr jetzt B drückt, da seht ihr, der Hebel war nach oben, also beziehungsweise die Handbewegung, jetzt geht es nach unten. Oben ist Vollauto, unten ist Semi, das seht ihr jetzt auch, der Hebel da vorne ist nach unten, wenn ich jetzt umschalte, ist der Hebel oben. Ist nicht viel weiter oben, aber ist ein bisschen weiter oben. Ihr seht, ist ziemlich weit unten, ist so etwa in der Mitte. Ihr seht jetzt, das Vollauto und das nicht. Gut. Ja, das sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Secret Movements und Tastenbelegungen, die es in diesem Spiel gibt, die man anfangs gar nicht wirklich weiß. Übrigens, mit T ist es die Taschenlampe, für die es noch nicht wussten. Und ja, das ist so das, die wichtigsten Sachen, die mir jetzt in den Sinn gekommen sind. Falls ich was vergessen habe, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren oder erinnert mich dran. Aber das ist jetzt so eigentlich das, was mir so eingefallen ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial ein bisschen helfen. Und falls ihr weitere Fragen habt oder irgendwelche Bemerkungen, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.